1831 gründeten die Brüder Steuervogt Johann Heinrich Hefti und Ratsherr Fridolin Hefti die hiesige Wolltuchfabrik unter dem Namen Gebrüder Hefti. Mit dem damaligen Eindringen dieses jungen Unternehmens konnte... Was soll das da? Ich erzähle Geschichte. Geschichte von dem Gebäude, das die Zuschauer den Kontext haben. Kontext? Ja. Aber wir wollen gerne Geschichten hören. Was mache ich euch? Ich erzähle ja Geschichte. Nein, Geschichte sind nicht Geschichten. Geschichten sind mit Menschen. Die dort oben im Bürohaus, die haben auch den Hals auch nie voll über. 15 Stunden arbeiten für einen tätig mickrigen Hurenlohn. Das ist doch eine Frechheit. Ja, und die Frauen? Die verdienen noch ein Stück weniger. Das ist doch auch nicht in der Ordnung. Ich diktiere. Herrn Doktor Bass, Bindestrich, Hefti, Komma, Celerino. Ja genau, wir haben gerade einen Schwenk gemacht, innen durch. Dann geht es dann wieder raus. Oder? Das ist ein Butzen, hä? Eins, zwei, 50, ja, ja, sind alle. Hängt doch was am Wand. Macht uns mal ein bisschen mehr Kompliment. Gleichberechtigung gilt im Fall für alle. Hast du auch einen Platz? Ja, du auch? Ja. Also, ich glaube, wir sollten. Hallo Elisabeth. Hey, ich habe dich auch erst vermisst. Ich dir doch auch, Schwesterherz. Wer meinst du bist? Sonst als was willst du tragen? Wer meinst du zahlt das? Alle sicher! Klatscht haben am Schluss. Danke vielmals, auch wenn es ein bisschen spät geworden ist. Aber je, Kultur lebt. Mega schön. Danke.